Die Wasserfreundinnen Spandau starten mit einem Unentschieden ins viertägige Vorrundenturnier der Euroleague. 13:13 lautet das Endergebnis gegen den französischen Club Olympique Nizza. Sind natürlich trotzdem glücklich, dass wir das Unentschieden noch geschafft haben und wenigstens einen Punkt mitnehmen können. Das Turnier ist hier noch nicht vorbei und wir können auch noch Sieger einfahren, aber wir haben natürlich schon gehofft, dass wir Nizza schlagen. Eine lange Zeit über liegen die Berlinerinnen in den weißen Karten sogar vorne, bis die Französinnen den Spieß umdrehen und beim Stand von 12:12 selbst die Führung übernehmen. Erst in der letzten Minute gelingt Barbara Buika der Ausgleich zum Endstand von 13:13. Es gibt also erheblichen Optimierungsbedarf für das nächste Spiel gegen den Gruppenfavoriten Mataró aus Spanien. Ja, wir müssen ruhiger spielen, unseren Angriff besser aufbauen und in der Verteidigung mehr kommunizieren. Für das Weiterkommen in der K.O.-Runde ist mindestens der dritte Platz der Gruppe notwendig. 4 Spiele bleiben den Wasserfreundinnen noch und morgen geht es direkt weiter.